In Tangermünde ist am Sonnabendabend ein altes, leerstehendes Backsteinhaus in Brand geraten. Aus dem Dachgeschoss des dreigeschossigen Gebäudes an der Ecke Arneburger Straße und Meiersche Höfe schlugen die Flammen meterhoch in den Himmel. Aus einem benachbarten Hotel mussten 15 Menschen evakuiert werden. Kurze Zeit später konnten diese jedoch zurückkehren. Im Löscheinsatz waren 120 Kameraden von Wehren aus Tangermünde, Stendal, Tangerhütte, Hemerten, Miltern, Buch, Fischbeck und Storkau. Der betroffene Straßenbereich wurde mehrere Stunden voll gesperrt und ist inzwischen wieder halbseitig befahrbar. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Morgenstunden an. Die Kriminalpolizei ermittelt. Hinweise nimmt das Revier Stendal unter der 03931 68 52 91 entgegen.